Hallo Marlene, hi. Hallo Maurizio. Freut mich, dass du heute dabei bist. Ja, Dankeschön. freue mich auch. Klasse. Du, lass uns quick und dirty sein. Stell dich doch mal ganz kurz vor und dann gehen wir in unsere Fragen. Ja, also ich bin Marlene Holwerda von der Firma Soja Konzept aus Dänemark und ich sitze in Hamburg und habe die Verantwortung für Deutschland und Österreich. Und das heißt, die Verantwortung für alle unsere Händler und für die Key Accounts und für alles, was bei uns in Deutschland und Österreich passiert. Super. Marlene, um so ein bisschen kurz mal aufzuarbeiten und auch die ganze Situation 2020 zu verstehen, kannst du mir einen kleinen Eindruck geben, wie war denn der erste Lockdown für euch? Ja, das war auf jeden Fall ja ein Schock, wie für alle anderen auch, wie für Händler, wie für Privatpersonen, wie für alle in der Industrie. Wir mussten innerhalb von kürzester Zeit reagieren und auch versuchen, die bestmögliche Lösung zu treffen, mit Rücksicht auf Händler, auf Partner, auf langjährige Zusammenarbeiten, aber auch auf uns. Das darf man nämlich gar nicht vergessen, dass alle Entscheidungen, die man trifft, muss man auch mit Rücksicht auf dem eigenen Personal treffen. Wir haben auf jeden Fall unsere Partner besser kennengelernt, das muss man sagen, weil das ist gerade so eine Krisensituation, wo man dann auch wirklich einander gut kennenlernt, wer verlangt wie viel und wer geht auf Zahnfleisch, sage ich mal, und wer ist halt super verständnisvoll. Wir haben intern bei Soja Konzept 20% der Mitarbeiter kürzen müssen. Wir haben viele in Kurzarbeit geschickt. Wir haben alle Abteilungen analysiert und geguckt, wer was macht und wie wir uns reduzieren können. Wir haben, soweit es möglich war, auch offene Aufträge einfach storniert, sodass wir im Prinzip das Risiko für den HW20 minimiert haben. Also was noch nicht bei den Lieferanten, bei den Produzenten in China platziert war als Auftrag, das haben wir dann storniert. So dass wir auch, also auch bei Kunden storniert, damit wir nicht das Risiko haben auf ein Überlager. Weil wir wussten damals überhaupt nicht, wie lange dauert es. Reden wir ein paar Wochen, reden wir Monate, reden wir ein Jahr, worüber reden wir? Das war genauso unsicher für uns wie für alle anderen auch. Wir standen zum damaligen Zeitpunkt natürlich kurz vor Auslieferung der High-Sommer-Ware, also April und Mai. Das heißt, diese Ware hatten wir produziert, hatten wir vorgestreckt, hatten wir bezahlt, hatten wir vereinnahmt, hatten wir für den Versand vorbereitet. Und dann kam der Lockdown. Und das ist für uns ein Hauptausliefertermin. Das heißt, mit großen Bauchschmerzen verbunden. Und wir haben keine andere Lösung, gesehen. Wir haben eine Pauschallösung gefunden und sind dann wirklich mit jedem Händler ins Gespräch gegangen. Und wir haben versucht zu eruieren, wie ist der seine Situation, wie ist die Situation beim nächsten und so weiter und so fort. Und versucht so individuell wie möglich auf die Situation zu reagieren. Was war denn die Pauschallösung für alle Händler im ersten Schritt? Die Pauschallösung war erstmal eine Warenzurückhaltung, dass wir gesagt haben, machen Sie sich nicht verrückt, wir halten die Ware zurück, wir gucken erstmal 4 Wochen, was passiert. Das, was wir bereits ausgeliefert haben, also alles, was wir im März bereits ausgeliefert haben, was Sie jetzt nicht verkaufen können, bis auf Weiteres, da gibt es natürlich Valuta, also da haben wir 30 Tage extra Valuta und oder 10% Rabatt auf die Rechnung. Und das haben wir gemacht für März, für April und für Mai. Also 3 Monate haben wir das angeboten. Ja, und dann gab es natürlich Kunden, wo sie gesagt haben, wir sind schon in der Lage, die Ware abzunehmen. Wir verkaufen durch die Hintertür oder wir verkaufen auch online. Also wir sind in der Lage, Ware zu nehmen, möchten auch gerne Ware nehmen. Die haben wir natürlich beliefert und individuelle Absprachen gemacht. Ja. Wir haben auch angeboten, schon prophylaktisch den Herbst-Winter ein bisschen zu retten, also vorsorglich, indem wir gesagt haben, wir bieten auch an, den Juni auf Juli zu schieben, den Juli auf August zu schieben, und so weiter und so fort. Es gab noch einen offenen Termin, das war der Oktober. Den haben so gut wie keine Kunden geschrieben. Das heißt, eine ganze Kollektion, eine ganze Auslieferung haben wir eigentlich ausgesetzt. In Anbetracht dessen, dass ja der Grundlagerbestand bei Händlern sicherlich deutlich noch zu hoch ist, wie weit geht ihr den Händlern entgegen bezüglich auch Retouren oder vielleicht sogar Stornos?
die aktuell reinkommen. Wie geht ihr darauf ein? Also im Moment wüsste ich nicht, mit welcher Begründung wir was stornieren sollten. Wir haben pro Saison 3 Kollektionen. Und damals, wo der Lockdown kam, haben wir uns in der Orderphase für HW20 befunden. Da haben wir schon, also die Kunden, die geben ja nicht 100% das Limit aus. Ne? Die geben in der Regel, ich sage, 80-90% des Limits aus und halten dann 10-30% zurück für Nachorder. Und das haben die ja nicht ausgegeben. Manche schon, aber die meisten haben das Geld ja nicht ausgegeben. Das heißt, wir haben schon auf den Umsatz verzichtet. Dann haben wir auf den Oktobertermin verzichtet. Dann hatten in der Pre-Spring für Liefertermin Dezember ja auch viele Angst. Das heißt, insgesamt haben sie ja weniger Wareneinsteuerung. Entschuldigung. Haben sie ja weniger Wareneinsteuerung. Eine Verständnisfrage nochmal zu den Storno, der Liefertermine Herbst, Winter jetzt dieses Jahr. Habt ihr die komplett storniert, auch auf Sourcing-Seite, richtig? Also die Ware ist nicht da. Komplett den Nos und Soos, also fast komplett stornieren können, fast. Das heißt, auf der mittleren Kollektion, auf der ersten Kollektion konnten wir es nicht mehr stornieren. Da haben wir jede Menge Nos und Soos auch vereinnahmt und das haben wir immer noch teilweise auf Lager, weil es natürlich zum Liefertermin Juni, Juli gehört hat, wo die Läden erstmal wieder aufgemacht haben und richtig ins Rollen gekommen sind. Aber wir konnten das stornieren, was wir für August, September geplant hatten an Nos und Soos, Gott sei Dank. Dann haben wir also fast alle große Händler in Blau und Grün und wie sie alle heißen, die kennen wir ja alle, fast alle haben den August zum Beispiel storniert. Und das haben wir dann auch storniert, ja, klar. Was würdest du denn von den Händlern aktuell wünschen? Also ihr habt operativ, als dann der erste Lockdown losgeht, habt ihr ganz viel Druck und auch sicherlich finanziellen Druck beim Handel rausgenommen, soweit ihr das machen könntet. Ihr habt jetzt noch strategisch gesagt, wir müssen Herbst-Winter-Termine für 2020 komplett stornieren, um halt nicht diesen Warendruck und finanziellen Druck zu haben. Was würdest du denn jetzt wünschen vom Händler aus, was der machen müsste, vielleicht auch sogar aktuell? Das ist eine große Frage. Also, sprich ganz offen. Ich habe übrigens vergessen zu sagen, was wir auch gemacht haben, was wir auch vereinbart haben mit vielen Händlern, ist, dass man uns nicht zum 30. August ganz klassisch auswertet, sondern erst einen Monat später. Weil ehrlich gesagt haben wir 1,5 Monate verloren, haben dann, ich sage jetzt im Juni erst, Frühjahr, Sommer verkaufen können in den Läden oder ab Mai, ab Mitte Mai, glaube ich, war das. Und das wäre nicht fair, uns dann zum normalen Zeitpunkt auszuwerten. Also haben wir alles ein bisschen verschoben. Und darauf sind eigentlich auch alle eingegangen. Das haben sie selbst auch gesehen, weil die damit auch die Sommersaison ein bisschen gestreckt haben und auch später mit Herbst-Winter losgelegt haben. Ich finde aber, wir befinden uns alle in einer Situation, wo alle einen Preis zu bezahlen haben. Wir durch Kapitalbindung, durch Lagerbindung, durch, ich weiß nicht, ob es allen so trifft, aber wir haben im Moment die fünffache Frachtkosten. Aufgrund dessen, dass, das ist ja auch allgemein bekannt, es wenige Flüge, wenige Schiffe gibt aus China. Das heißt, wir dürfen, so wie ich das mitbekommen habe, im Moment 30 Kilo am Tag aus China frachten. Wir haben enorm viel Kosten, was wir trotzdem tragen und was der Händler nicht sieht. Und deswegen, also ein Wunsch, den ich hätte, ist, dass der Händler nicht nur immer seine Seite sieht, aber vielleicht auch Verständnis für den Lieferanten sieht, dass wir wirklich alle zu kämpfen haben, nicht nur er. Und dass wir versuchen schon zu helfen und zu greifen, aber wir werden von unseren Lieferanten doch nicht geholfen, wenn wir unsere Ware am Lager nicht loswerden. Dann kriegen wir ja auch keinen Rabatt oder Valuta oder sonst was. Und das Nächste, was ich mir wünsche, ist halt mehr Plansicherheit. Dass der Händler uns mehr Plansicherheit gibt. Wir haben das Gefühl, bei den letzten 2 Kollektionen und jetzt bei der dritten stehen wir wirklich mit einem großen Fragezeichen. Wie können wir planen? Wie groß sollen wir diese Kollektionen eigentlich anbieten? Wir haben ja immer Rohkollektionen und die reduzieren wir, so wie wir die Kollektionen brauchen. Und es ist im Moment enorm schwierig zu berechnen, was wir genau brauchen. Wie viel Ware müssen wir auch für NOS und SOS für SS21 einsteuern? Wie viel wird der Händler auf uns zurückgreifen, wenn er Nachversorgung tätigen will? Also diese Plansicherheit für uns ist total schwierig im Moment. Und da hätte ich gerne ein bisschen mehr Commitment von der Händlerseite.
für unsere Plansicherheit. Weil letztendlich ist es so, wenn es dann gut funktioniert, rufen Händler an und wollen Gott sei Dank nachbestellen, aber die Ware kommt ja nicht so. Die hat ja eine Durchlaufzeit von vielleicht 3 bis 5 Monate. Also erhöht sich euer Risiko auf jeden Fall dann dadurch. Absolut. Das Risiko war noch nie so hoch wie im Moment. Eine meiner letzten Fragen. Jetzt in Anbetracht auch dessen, dass jetzt dem Handel geht es ja jetzt nicht gut. Ne? Wir sprechen von wahnsinnig gesunkenen Frequenzen, die ja unter anderem ja auch damit zusammenhängen, dass das ganze Entertainment-Umfeld schlichtweg gar nicht stattfindet. Macht ihr denn vielleicht aktuell zu wenig dafür? Also gibt ihr gerade zu wenig Support? Ehrlich gesagt haben wir in dieser Saison nach wie vor, so wie wir es früher gemacht haben, so wie wir es immer gemacht haben, haben wir einen Penner gegen Renner natürlich getauscht. Und wenn ein Kunde mal ein Problem hatte, konnten wir auch immer darüber sprechen. Da finde ich, haben wir keine Fälle, wo wir eine Auseinandersetzung mit dem Händler gehabt haben, wo wir nicht genug geholfen haben. Ich habe auch ehrlich gesagt viel Lob bekommen von unseren großen Key-Accounts, die der Meinung sind, nee, ihr gehört ja nicht zu denen, ihr seid ja kein böser Fall, da haben wir andere Kandidaten. Also ich finde, für Soja-Konzept haben wir wirklich unser Soll erfüllt, indem wir halt weniger Order-Intake haben. Also wir haben auf eine ganze Kollektion verzichtet, wir haben Liefertermine geschoben, wir haben Valuta und Rabatte ausgesprochen. Ich wüsste nicht, was wir mehr tun sollen, wenn wir auf den Punkt Waren-Zurücknahme gehen, weil ich merke, das ist das, worauf du hinaus willst. Ehrlich gesagt muss, und das scheint auch oft in die Vergessenheit zu gehen, jeder Lieferant ist ja unterschiedlich aufgestellt. Ein S. Oliver, ein Tom Taylor, ein Sesson, die haben eigenes Retail-Setup. Wir haben einen Webshop, der sicherlich viel mehr Umsatz generiert wie unser Webshop, weil unser ist halt ja sehr neu, der ist ungefähr ein Jahr alt und dient eher einem Marketingzweck als einem Umsatzzweck. Das heißt, die haben Outlets, die großen, wenn man mit denen vergleicht. Das haben wir alles nicht. Das heißt, wir haben nicht die Vermarktungsmöglichkeiten, die ein Lieferant hat, der gleichzeitig auch Retailer ist. Wir sind Wholesale-Lieferant. Das heißt, wir haben keine Vermarktungsmöglichkeiten. Da finde ich, wäre es fast zu viel verlangt, als dass wir jetzt Ware zurücknehmen sollten. Nachdem wir auf Aufträge verzichtet haben, die eigentlich zum Umsatzplan gehört haben, also wenn man einen Plan für das Jahr aufgestellt hat, haben wir natürlich bei weitem nicht die Wareneinsteuerung getätigt in 2020, wie ursprünglich geplant. Ist ja auch nachvollziehbar, warum. Aber was müssen wir dann noch machen? Ich finde, dann ist es doch eher eine Möglichkeit, über Warenstreckungen zu sprechen etc. Aber ich finde nicht, dass es unser Problem ist. Ehrlich gesagt haben wir eigentlich keine Kunden, die auf uns zugekommen sind und gefragt haben, ob wir Ware zurücknehmen können. Das war nicht unser Problem. Vielleicht haben wir zu wenig voreingesteuert. Ja, das zielt eigentlich sehr gut auf meine nächste Frage so ein bisschen aus. Das ist meine letzte Frage übrigens. Und die zielt ein bisschen auf die Zukunft drauf ab, wie es denn jetzt, ich sag mal, 2021 steht ja vor der Tür, wie es da ablaufen soll. Wir haben jetzt so ein paar Fakten mal aufgenommen. Ihr habt Liefertermine im Herbst, Winter storniert, um Warendruck rauszunehmen. Wir hatten kurz vor dem ersten von dem Lockdown Light, jetzt im November, hatten wir eine Phase, wo wir gute Umsätze plus zum Vorjahr gemacht haben und wir sogar in eine Situation gekommen sind, wo Ware stellenweise gefehlt hat. Davon ausgehend, dass jetzt auch ihr Liefertermine da gestoppt oder beziehungsweise gar nicht rausgelassen habt, wie sieht denn eure Strategie aus, wenn die Läden wieder öffnen? Und wir davon ausgehen können, dass ja durch die Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben im ersten Lockdown, der Verkauf wieder anzieht, die Frequenzen werden wieder anziehen, die Kunden wollen raus, wollen kaufen, aber ihr vielleicht zu wenig Ware habt und der Warenbestand Soja-Konzept generell niedriger ist. Wie geht ihr damit um? Wie ist eure Strategie? Ja. Nee, das ist eigentlich hervorragend. Das darf gerne passieren, weil bei uns, wir haben ja nicht den gleichen Rhythmus wie vielleicht so manche andere. Also wir hätten gerne viel Ware im Oktober ausgeliefert. Das ist genau die Kollektion, die wir ausgesetzt haben. So, das heißt, November wäre bei uns sowieso nichts los. Also wir haben keine explizite November-Kollektion. Früher hatten wir eine Black Friday-Kollektion für November, aber das konnten wir ja im März damals dann schon stornieren. Also haben wir es gar nicht im Angebot gehabt. Das heißt, im Moment, im November, was wir verkaufen, wenn wir Verkäufe generieren, das sind Lagerverkäufe. Das sind
NOS-Artikel, die wir, also ganzjährige NOS-Artikel, die wir auf Lager haben, die wir dann nachliefern oder halt Überläger von den ersten zwei Kollektionen, die wir verkaufen. Mehr haben wir nicht. Das heißt, es war sowieso geplant, dass die nächste große Auslieferwelle bei uns im Dezember stattfindet. Wir fangen Ende November, Anfang Dezember an mit der Pre-Spring 21 Kollektion, die liefern wir aus. Die Kollektion haben wir ganz mutig überdisponiert. Das heißt, wir haben eine Überdisponierung, falls Kunden noch mehr Ware braucht oder vielleicht nicht bereit genug geordert hat oder sagt, wir verkaufen Sweaties viel besser wie geplant. Wir hatten aber leider nur ein Modell von euch, dann habe ich mehr. Die können schon gerne kommen. Und wir haben auch Los und Soos eingekauft für Frühjahr, Sommer 21. Und im Januar haben wir wieder so eine Delle, wo wir halt eigentlich traditionell nicht so viel ausliefern. Dann geht es erst im Februar wieder los. Und für die Saison sind wir ins Risiko gegangen. Da habt ihr euch Risiko wieder genommen, wieder beim Risikothema, aber um diese Sofortlieferbarkeit für den Handel zu gewährleisten, die richtige Ware nachzuziehen. Ja, also wir haben uns das getraut, weil wir ein skandinavisches Unternehmen sind und in Skandinavien, das kann man sich fragen, wieso das geht. Trotz Corona sind die Umsätze unverändert. Es läuft hervorragend in Skandinavien. Wir haben keine Einbüße, die haben keine Frequenzprobleme. Die Leute benehmen sich, als würde es kein Corona geben. Da sind die Deutschen halt viel vorsichtiger, viel mehr mit Angst behaftet und gehen ganz, ganz anders damit um. Das heißt, das Risiko, die wir global als Unternehmen eingegangen sind, wissen wir, ist vielleicht eher in Deutschland ein Risiko als in Skandinavien, aber wir sind Gott sei Dank nicht nur in Deutschland aktiv. Sehr schön. Also alle, die jetzt mithören, verkauft in Dänemark und in Skandinavien. Da geht's noch ab.